looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, push the. Hi Schnucki. Na, wie geht's? Wie steht's? Hallo Cutie. Das ist ein Mod. Oh mein Gott. Was Neues. Gestern ein Release hatte es eigentlich schon vorher gehabt, aber Amazon hat es erst später losgeschickt. Ja, aber deins hatte schon vorher Release. Am Dienstag wurde es released. Ja, am Dienstag war Release und gestern kam es bei uns an. Beziehungsweise heute vorgestern ankommen, aber DHL war der Meinung. Nö, ich klingel nicht, ich gebe es einfach bei uns ist ja so ein Kiosk. Auch Paket aufgeben können, einfach ab. Uns geht's soweit so gut. Ein bisschen Stress wegen Hochzeit. Was lang gibt's dann? Was denn? Ich spüre mir das rum. Ja, wie gesagt, ich war ja noch arbeiten. War zwar ein bisschen stressig, aber. Du, Daniel, das können wir. Ich müsste selber erstmal irgendwann mal schauen, aber jetzt nicht. Bei dem SL. Also, was das um sich angeht. So. Dann wollen wir ja mal gleich mal kurz Kamerawechsel machen. Mal gucken, was mitmacht. So. Bumsy, Bums. Kamera, danke dir. Ja, und zwar hatten wir uns. Ah, mal gucken, ob das sich so sehr belichtet. Ja, so. Harvest Moon Story of Season A Wonderful Life, die limitierte Edition vorbestellt. Wie gesagt, das war Midi, das wird morgen ausgepackt on Stream. Und auch gezockt. Und ja, meins packen wir jetzt aus. Ordnung. Das ist deiner. Hey. Mal schauen, was wir alles drin haben.
much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary. Ist das? 1, 2, 3, hört ihr mich? Kamera ist der Meinung, nö, ich mag heute nicht. Ne, Stream Deck habe ich glaube ich ausgeschaltet. Ah, Stream Deck. Funktioniert. Was ist das denn jetzt auf einmal so? Ging ja kurz das Stream Deck aufgenommen und dann ging das Mikrofon an. Mikrofon? Kennst du jetzt das Mikrofon? Ah, jetzt. So. Liebling, unterhalt mal ganz kurz. Erstmal. Gute Nacht, Daniel. Und ja, keine Ahnung, wir haben leicht technische Probleme gerade. Tatsächlich, wir haben ja mein Mikrofon dran. Und es leuchtet ja immer auf, wenn es an ist. Und das ist heute andauernd irgendwie angegangen, ohne Grund. Also ich habe so ausgeschaltet, also es geht ja ganz einfach zum Muten und so. Irgendwie sagt er, nö. Jetzt zwingt er mich hier rumzuwuseln. Und ja. Irgendwie rebelliert jetzt die Kamera. Wir sind schon am Fixen, beziehungsweise Axel ist gerade am Fixen. Deswegen mache ich sowas nur, wenn er da ist. Wir haben wieder ein bewegendes Bild. Das haben wir uns schon. Also sein Spiel, mein Spiel haben wir schon im April vorbestellt. Februar sogar schon vorbestellt gehabt. Dementsprechend das Geld auch schon lange vorher beiseite gepackt. Ja, er muss das machen. Ich geh's. Jetzt erstmal die Goodies. Holm, der Ursprungspreis war so ca. 50 Euro und jetzt ist er auf 45 runter. Also 45 runter. Dabei hat er so viele Extras und man weiß ja so, Switch-Spiele im Durchschnitt, vor allem neue, kosten ja so ab 40 Euro aufwärts. Nur das Spiel. Aber hier hast du so ein Buch, was Axel gerade zeigt. Also mit so vielen Goodies. Ganz schön, also günstig. Also die sind da echt großzügig. Auf der Rückseite ist auch noch ein Motiv. Und ich glaube, das ist A3, könnte man sagen. Süß.
Okay. Also Hauptsache, es hilft am Ende, Schnucki. Solange es hilft gegen deine Beschwerden am Ende. Und Stickers. Meine Limit, also meine ist ein bisschen teurer, aber es liegt an den Inhalten. Ihr werdet es morgen sehen, also das gleicht den Preis schon aus. Aber ich finde es faszinierend, weil sie sagen so, nö, also das Spiel würde eigentlich so und so kosten, aber mit diesen Extras nicht wirklich viel. Gut, könnte vielleicht dran liegen, dass er halt Frühbucherrabatt bekommen hat. Also wir haben Frühbucherrabatt bekommen, weil zu Mainz der Originalpreis tut eigentlich mehr weh, was wir bezahlt haben. Unser Glück, dass er so früh vorbestellt hat und es billiger bekommen haben. Ach, Mann, Mann. Security. Ah, ich find's faszinierend. Dass sie so solche Goodies noch aufpacken. Für den eigentlich nur Gamepreis am Ende so sind bezogen. Sure. Naja, noch nicht mal ganz ab. Der Gamepreis kostet doch 70 Euro. Naja, manche gehen mit 50 rein. Es kommt immer drauf an, aufs Spiel. Naja, kann ich eigentlich noch auspacken. Mal Quatsch und Thematik Hochzeit. Eigentlich wollten wir diesen Monat das Riffling-Cheat im Auftrag geben für mein neues Model. Können wir nicht, weil Hochzeit. Das Amt hat ein bisschen missgebaut, was unsere Miete angeht. Also müssen wir einen Haufen zurückzahlen, also ratenweise. Also das, was wir als Rate bezahlen, fehlt uns für Beschaffungen. Teils. Das Geld für die Eheanmeldung haben wir. Von dem Geld, also was bis jetzt donated worden ist, also was wir so zusammengetragen haben, werden wir jetzt halt für, ich sag mal, jetzt aktuell die Hochzeitsanziehsachen nehmen. Das eine Projekt, was wir bezüglich unserer Models und Hochzeit geplant hatten, verschieben wir zum ersten Hochzeitstag dann, weil uns das können wir finanzieren nächstes Jahr, ja zum Einjährigen, zum ersten Hochzeitstag. Als könnten wir zeitlich... Ja, aber dass wir bis dahin jetzt fertig haben. Ja. Ja, Axel unterbricht mich. Ja, das eine Projekt verschieben wir auf nächstes Jahr, weil erstens können wir es finanziell nicht stemmen, weil andere Sachen haben halt Vorrang. Die Hochzeitsartworks wird es geben. Also die waren eh vorne reingeplant. Das andere war so ein Extra. Weil, ich sag mal so, wir müssen, das wären... 4 Aufträge insgesamt. Und dementsprechend, wir wissen noch nicht, wie teuer das werden würde. Also haben das neue Model und so Vorrang. Deswegen, ja, Axel hat noch keinen Anzug, noch gar nichts. Also wenn wir die 140 dafür benutzen, also so, weil wir haben ja gesagt, es ist für Hochzeit slash fürs neue Model, dass wir gucken, was hat gerade Vorrang, wie können wir was einrichten. Und ja, wegen da am missgebaut hat, wegen Miete zahlen. Also da hat eine gute Summe an Miete gefehlt jeden Monat. Also für 2-3 Monate. Und ja, die Summe möchte ja ausgeglichen werden. Und das bringt unsere Zeitpläne ein bisschen durcheinander. Ja, weil das Amt scheiße baut. Liebling erschreckt einen. Ja, das Ding ist, hier und da fehlen halt so, und diese Rückzahlung geht bis Ende Juli, ist das Problem. Ein gutes ist, unsere Handyratenzahlung ist durch. Also sprich, wir haben dann wieder ein bisschen Summe mit zur Verfügung. Also versuchen wir jetzt mit dem aktuell gesammelten Geld so viel wie möglich zu finanzieren. Für die Hochzeit. Geld für die Eheanmeldung haben wir. Das wird uns einfach fast 100 Euro kosten. Weil
wir gezwungen sind, einen anderen Standesamt zu heiraten und das ist die höchste Summe. Wir haben übernächste Woche den Termin zur Anmeldung. Und ja. Das ist ja noch so stressig. Jetzt müssen wir alles takten. Mein Model dann auch noch irgendwie mit unterkriegen. Das Ding ist, ich muss ja spätestens Ende August müssen wir das Model im Auftrag geben. Weil ich kann nicht Ende September, weil bis zum 3. würde das Model nicht da sein. Das geht mal gar nicht. Also damit ihr euch nicht wundert, weil ich meinte, ja, ich will jetzt ein Julius Real Friend Sheet machen, weil eigentlich war es geplant, dass wir jetzt Juni, Juli rum halt weitere Hochzeitsbeschaffungen machen, aber weil uns das, ja sogar letzten Monat wurde es uns reingeknallt, also mitten im Juni wurde gesagt so, zahlt das mal ab. Und ja, also wir haben es auf 2 Monatsratenzahlungen laufen, deswegen, weil eigentlich wollten wir im Juni jetzt eine Beschaffung machen, so wegen Hochzeit mit dem Geld, was jetzt an unseren Vermieter geht. Plus die normale Miete. Und ja, das bringt unsere Zeitaufteilung so durcheinander, weil nur wegen diesen in 2 Monaten so abzuzahlen. Axel hat ja jetzt ab jetzt offiziell Urlaub. Dienstag, Mittwoch rum gehen wir dann halt schauen im Laden. Wegen seinen Sachen. Seine Schwestern brauchen ja halt auch Klamotten, weil die finanzieren ja auch vieles mit. Und ja, wir versuchen das meiste jetzt zu kriegen, damit wir das Geld jetzt, also Ende Juli unser Budget haben, mit ins neue Model nutzen können. Also zumindest das Reference Sheet und vielleicht schon die Model-Anfertigung an sich. Dass wir dann sagen, okay, je nachdem wie es Ende August aussieht und spätestens Ende September, geben wir die Artworks im Auftrag oder so, je nachdem, wie es halt geldlich ausschaut. Und schon mal grob gesagt, ja, ich mache wieder einen Sabaton zum Einjährigen, aber wegen so Pakete rausschicken, machen wir im Dezember. Also sprich, wir machen eh wieder unsere Auflistung, weil sparen wir uns auch ein bisschen Versandgeld, sag ich mal, am Ende. Und ich weiß, manche langen zu. Und es wird auch wieder Giveaways geben, weil dann können wir alles schön in einer Paketrunde machen. Also das war alles so, was wir uns überlegt haben, weil wer sonst so doppelt gemoppelt. Und so müssen wir uns nicht abhetzen wegen den Karten, weil ich glaube, das wird, also die Karten werden wir wirklich nicht rechtzeitig schaffen, mit im Auftrag zu geben. Also wie gesagt, Artwork müssen wir gucken, wann wir die im Auftrag geben, weil der Idealplan war, alle auf einmal im Auftrag zu geben. Und so haben wir auch Teilzeit, manche Sachen anfertigen zu lassen. Ja, ein bisschen Pufferzeit. Aber Updates würden ja dann auch kommen, also das heißt nicht so, ja, nee, es gibt jetzt das und das nicht. Nee, es wird nur zusammen mit nach Axel Sabaton verschickt. Gut, jetzt kann Nippling euch wieder übernehmen. Was ist so ein Papier? Hui! Ja. Ja, ich weiß, dass hauptsächlich alles an der Geobag liegt. So. Mein Freund. Mhm. Ich würde gerne auf den Hof arbeiten. Ja, mal gucken, wie das Spiel ist. Oh, Schatz, guck mal. Hört's das hier, oder?
Kannst du ja kurz hier mithelfen? Ja. Du sagst da nichts. Rosa an den Augen. Ich will nur kurz gucken, wie rosa ausschaut. Oh. Das sieht cool aus. Mama? Okay. Mal das. Schatz, jetzt hier die Frisur. Ach du Scheiße. Hier. Aber nee, ich glaube. Ich wollte nur gucken, wie der rosa Ton aussieht. Das ist doch ein richtiger. Du bist also Axel, stimmt's? Yeah. Mein Beileid. Dein Vater war ein guter Mann. Ich muss aber zugeben, dass du wohl ziemlich nah ihm geraten bist, okay? Ah. Wenn du hier erstmal etwas Zeit verbracht hast, bei Papier, werdest du dich sehen. Also dann, da wären wir. Das hier ist das Land, das dein Vater und ich gefunden haben und die Gebäude des Land. Yo. Weißt du, wie sie aus, hast du Lust, den Hof zu übernehmen? Wenn ich mir so recht überlege, oder? Und ob, ich will gleich loslegen, wenn ich mir so recht überlege. Okay. Das suche ich gern. Und dein Vater wird gerade bestimmt ebenfalls frohlocken. Okay. Okay, die haben eindeutig die falschen Übersetzungen drinnen noch. Von GameCube damals. Das hier ist der Stall. Hier kannst du Kühe, Pferde und Schafe halten. Was haben wir hier? Versandbox? Ja, ist auch stark. Dann schreibe es in den Oh, cool. Bisschen was geändert haben sie. Ist der Lagerschuppen? Und ein Lebensmittellager. Okay. Kleineren Gegenstände, die du gekauft hast und deine liegen hier. Okay. Der Geflügelstall. Ich kann zu Hühner halten. Und das ist eins deiner Felder. Hier kannst du Samen aussehen, ja. Pflügen und den ganzen Spaß. Und da kriegen wir unseren Hund. Spitzohren oder Schlappohren?
Eide, du Geizhals. Ja, du durftest immer noch mal. Spitz. Okay, Blue Diesel sagt auch Spitz. Noch einen Namen? Ich weiß. Ein schöner Name, welches sechsmal in die Stelle. Noch einen mehr. Ich würde beide behalten am liebsten. Ja. Mini-Achse. Bist du dir das sicher, Schnucki? Und hier haben wir dein Haus. Ja, er wohnt ja mit auf deiner Farm. Takakura. Ja, weil er macht nebenbei Aufgaben. Als Willkommensgeschenk habe ich hier eine Kuh gekauft. Wir nehmen mal die Kuh. Warte mal ganz kurz. Hier? Nein, hier gibt's nicht so sehr viel. Oder hast du eine andere Idee? Also wie gesagt, das ist eigentlich allgemein so ein Farmspiel. Du musst Felder gießen. Du musst sie halt schnell Freunde. Ach, ich weiß, wie ich die Kuh nenne. Nein, ist so richtig. Will sie? Lies ihn immer dann, auf alle Fälle bei einem der nächsten. Wie gesagt, ich zeige euch gleich mal die Leute, die man als Junge heiraten kann und die auch eine Frau, die man, wie soll denn Hof heißen? Auch schon immer. Wolf. Ja. So, was gibt's noch? Was ist denn? Nichts, gehen wir. Alles lauter los. See you. Der Gasthof Siebenschläfer. Rock kann man halt zum Beispiel, wenn man als Mädchen spielt, glaube ich, heiraten. Wenn das noch so ist. Ach, und... So ein, ach ja, und das Mädchen Nami. Hätte ich auch machen können. So. Jetzt mal hier. Hier hätten wir Chris. Jupp, zwei Angeber. Molly. Okay, die Figuren haben sie von GameCube zu Dings geändert. Schatz, da hast du. Guck, und die hat das Outfit an.
Ja, sie hat mehrere, glaube ich. Ein oder zwei oder drei Stück hat sie insgesamt. So eine Schlafmütze. Ach, das ist Gustav, war das. Gordy, der nicht viel redet. Wie ihr wisst, sie betreibt diese Obst- und Gemüsehof. Ja. Cecilia hilft mit. Stu. Neben mir auch ein paar andere Leute. Damit sollten wir alle haben. Jojo. Wollt ihr noch etwas geben, ja? Ich schätze meine Werkzeuge mal. Diese Kamera hat dein Vater gehört. Sie ist natürlich nicht mehr das neueste Hotel, aber funktioniert noch gut. Ein Probefoto. Yay! Die kannst du immer nutzen, wenn dir danach ist. Nice! Einfach flup! Tourgeist. Hey, hey, wer könnte das denn sein? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Naturhäuser im vergessenen Tal. Ja, genau. Ach ja, meine kleinen Wichteln. Gott, ich muss mal überlegen, wie jetzt nochmal alles war. Der Anfang. Oh nein, Stucki, nein, nein, nein. Kannst du gleich selber lesen. Warte mal. Dünger. Apfel. Tomate. Jo. Joti. Nehm mal ganz kurz rüber zu dir, dann kannst du reden. Ah, was heißt so? Der fetzte Zwerg bist du, hm? Kein Bodyshaming hier. Pfui, aus Deibel. Ah, hübsche Blüten. Ja, Schnucki, gesund bleiben. Schönes Stichwort für dich. Hier wohnt Laika. Süß. Ah, wait. Okay, die Kamerasteuerung. Schläfst du? Was meint ihr denn? Ich brauche es doch nicht. Ich weiß es doch. Der ist lustig, ne? Der Zwerg. Dani sieht gesund aus. Okay. Jetzt muss ich schon mal gucken. Wasser kriegst du hier.
So, jetzt müsste Dani auch außen sein. Yo. Hey. Alter. Hat ganz schön Speed drauf. Ich trink du erstmal ruhig. Hui. Jack. Nein. Aber schon nicht alle, Junge. Ja, warte mal. Wie gesagt, das musst du nicht mit mir ausmachen, Schnuggi. Das musst du mit Midi ausmachen. Lul. Okay. Wächst in allen Bodenarten, braucht aber genug Platz. Bringt dann Sommerhams. Den Apfel kann man hier hinten. Ah, nein. So, jetzt muss ich mal gucken. Was ist das? Ich weiß, was du meinst, Schnuggi. Das klingt zu sehr weird. Facebook-Eintrag erstellen, okay. Das ist das. Weiß. Werde ich. Okay, mal schauen. Yeah. Da-da. Run. Gucken. Alle hoch zu diesem Anwesen wollen. Lol, kann sogar meinen Hund rufen.
habe ich den Ton nicht getroffen. Oh, Schatz, ich bin ihr Schätzchen. Und dann kann ich jetzt auch nicht. Hey. Jetzt muss ich aber mal. Was haben wir dann noch? Das Geld. Okay. Was sagst du jetzt zur Grafik? Oh ja, die ist besser als wie damals. Bisschen besser. Mhm. Da bist du schlecht um, Mädel. Kamerasteuerung ist erstmal wieder ein bisschen wild. Die Idee von GameCube ein bisschen anders, aber. So. Ja, bitte. Möchtest du was kaufen? Wassermelonen. Kann man zweimal kaufen. Jo. Wieder Seife in den Noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Hallo? Erdbeeren. Jo. Nein. Die will uns schnell loswerden, die Frau. Jo. Wir wollen ja schon richtig Geld machen, ne? Hm. Das sind sie doch. So, warte mal. Wir haben das, wir haben das. So. Jo. Leiter einkaufen. Wir müssen einkaufen. Kartoffeln. Dreimal. Ich weiß jetzt auch gerade. Das ist doch mal so viel. Wächst schnell. Karotten. Wächst ja langsam. Weiter einkaufen. Süßkartoffeln wachsen nur im Herbst. Gut. So, aber manchmal schnell pleite machen. Einmal Pfirsich. Ja, bitte. So. Weiter einkaufen. Einmal einen Orangenbaum. Was hast du da? Ja. Warte mal. Du warst nochmal angepflanzt. Apfelhammer und Bananenbaum. So schnell wird man pleite. Okay, letzter Baum. Ja, ich bin fertig. Tschüss.
Tschüssikowski. Falsche Taste, falsche Taste. So, jetzt muss ich mal gucken. Frühling bis Sommer. Herbst bis Frühling. Sommer bis Herbst, Herbst, ne? Winter bis Frühling. Herbst bis Winter, Herbst. Okay. Schon mal gucken. Ja, hingeschützt. Jo. Das da. Du, ist schon okay. Du weißt ganz genau, wir sind da nicht so. See. Mal gucken. Nee, wegen Schnucki. Weil er nicht so aktiv ist. Ha! Der Trick klappt auch noch. Nice. Schön, den können wir, glaube ich. Da einmal. Gucken. Da einmal. Ich glaube hier auch einmal. So. Was denn nun? Ach, Liebling. Mensch, du sollst doch in erster Linie an dich denken. Das hast du letztens auch selber gesagt. Dass du da wegen deinem Bein halt momentan nicht arbeiten kannst und so. Und deine Summe macht mir immer noch Angst, was du gesagt hast. Ja, so und so viel habe ich schon für die Hochzeit beiseite gepackt und weiß immer noch nicht, was ich holen soll. Das ist schon beängstigend genug, ehrlich gesagt. Also wirklich. Brauchst du kein Gewissensbiss zu haben? Weil, man muss nicht aktiv schreiben. Also ich bin auch überwiegend eher der Typ Lurker tatsächlich. Also ist es egal, wo ich schreibe, selten viel. Aha. Hallo, Leica wird nicht weggegeben. Aber wo Leica, Alter. Die hat wegen diesem Wetterschwung so wieder Fellprobleme. Axels Schwestern kämmen sie ja häufig. Sagen so, okay, jetzt sieht sie nicht mehr wie so ein gerupftes Huhn aus. Weil mit ihr draußen kommen wieder rein. Ich so, und was ist das am Hals? Hm? Nico setzt sich die Wette, sie geht einmal raus, kommt wieder rein und sieht wie ein gerupftes Huhn aus. So mache ich das. So wette ich jetzt von nun an. Okay. Denk an dich selber. Was sollst dir selber was Gutes tun und nein, das heißt nicht in andere zu investieren.
Party. Und du schickst mich mal zum Diskutieren? Axel ist ein Fiesling. Weil ich sage, er schickt mich zur Diskussion vor. Was soll das heißen? Nein, Axel, nicht diskutieren gerade selber. Also, nein, diskutier du das mit QT aus, wegen Thematik an sich zu denken. Ja, da darfst du mich auch immer. Welche Ruheversorgung, ja? Ach ja. Das kannst du ja gar nicht wissen. Weißt du, Herr Banane hat mich schon wieder zu was provoziert. Also wegen mal nachzuschauen, potenziell für ein Zukunftsprojekt. Auf Twitter. Ich liebe euch auch. Axel liebt euch auch. Soll ich sagen. Ich liebe euch auch. Ja, ich schreibe ja, ich bin ja noch immer noch bei der Lore abzuarbeiten, sag ich mal. Ja, ich schreibe nicht so, ich sag mal, gefühlt ein Kapitel in ein Stück weg. Diesmal nicht, weil letztes Mal saß ich bis 2 Uhr dran, wo ich das gemacht habe und dachte so, geh ins Bett, weil ich habe nach seinem einen Stream, abendlichen Stream halt dann geschrieben, weil ich schon vor dem Stream angefangen hatte zu schreiben. Wo ich dann halt ausgemacht habe, damit der PC ein bisschen Pause hat. Und ja, ich dachte, das ist nur so ein kleiner Abschnitt, sitzt maximal eine Stunde dran. Ja, ich saß 2-3 Stunden dran am Ende. Ja, Katsuki will halt die Vitrinensammlung erweitern, die Inhalte. Und ich habe einfach, weil ich hatte mal vor ein paar Jahren mal sowas überlegt gehabt. Da habe ich ja noch nicht mal mit Lore schreiben oder so angefangen. Da war ja nichts dergleichen. Nur so aus einer Laune heraus mal so überlegt. So, also wenn ich, also meine Black Butler Fanfiction, wenn ich meine Reihe mal irgendwann mal komplett fertig habe. Weil halt so ein Buch zu machen und das halt mein Ziel zu schenken. Also da hatte ich mal so eine Überlegung gehabt damals. Und einfach mal so aus Laune heraus geguckt wegen Büchern. Konnte man früher nicht? Oder du musstest so, keine Ahnung, mindestens 50 Stück oder so nehmen. Habe ich in manchen Produkten immer noch so. Also ich schaue ja gerne bei Shops. Und jetzt habe ich auch Seiten gefunden. Also ich habe so, ja, so 3 Seiten gefunden, wo ich auch nur ein Buch in Auftrag geben kann. Also sprich, ich bin nicht gezwungen, ja 10, 25 Mal das Buch anfertigen zu lassen. Aber wie gesagt, es ist ein größeres Zukunftsprojekt. Denn ich bräuchte ja auch noch ein Coverbild und das sind ja alles noch Aufträge etc. Deswegen so, für ferne Zukunftsprojekt, ich muss eh die Sachen erstmal schreiben. Denn wir hatten es ja mal erzählt gehabt und irgendwann in der Zukunft dann noch 2 verschiedene 2D-Models. Also einmal die Katzendämonen als 2D-Model und einmal unsere Okamins. Und die kriegen auch noch eine Lore. Aber das wird auf AU laufen, also sprich diese Abkürzung AU so als alternatives Universum, weil wir ein bisschen auch teils das Aussehen verändern werden. Also unsere Okamins kriegen noch, also bei den Öhrchen und bei dem Schweif halt noch Farbe rein, ne? 2. Liegt daran, weil wir einen Shop gefunden haben, wo du sowas im Auftrag geben kannst. Also personalisiertes. Natürlich kostet es. Das kostet uns dann über, also für beide zusammen, also Ohren und Schweif zusammen. Für uns beide, also 2-mal, über 600 Euro dann. Aber ich sag so. Axel's Knie knacken gerade. Damals sagst du, ja, da können wir uns besser rantasten. Ich habe schon mal geguckt, wegen, wie es ist, wenn man versuchen würde, selber zu basteln. Na, hat nie so das Geschick. Ehrlich gesagt. Ja, klar kann man Leute beauftragen. Aber das Besondere an der Seite ist, die bewegen sich auch.
Also die haben so ein, ich sag jetzt einfach mal, elektronisches Skelett eingebaut. Also sowas entwickelt. Und natürlich haben sie dementsprechend auch einen stolzen Preis. Ich sag, das kommt irgendwann mal in der Zukunft. Bist du denn doof? Ja, was dagegen? Ich kann so viel blau machen, wie ich will, Rock. Ich will irgendwie Rocco sagen, wenn ich den Namen lese. Ich weiß, es ist nicht Rocco, aber... Die waren so geizig fürs O. Ich wundere, Maxi ist gerade neben mir. Ja, Rocco-Kopie. Also, Namenskopie, vor allem. Sie waren so geizig fürs O. Keine Ahnung, was vorher kam. Nee, solange er kein Weiberheld ist. Was ist denn? Muss der Schaffen Lumine oder sozusagen, wo die Rebellen zuschlagen? Also doch ein Rocco. Lecker Pokémon Rocco. Okay. Also er ist ein Rivale, also, er ist doch kein Weiberheld. Also doch. Na toll, danke. Hier sehen Sie Rocco Verso mit anderem Kleidungsstil und blonden Haaren. Und ein bisschen hellerer Ton. Ja, es war eh geplant gewesen, dass die zwei Demons auch eine eigene Lore kriegen. Aber das würde nicht zum, ich sag mal, jetzigen Settings-Ziel passender Models. Also deswegen so, ja, Alternative ist Universum in dem Sinne. Weil unsere Katzen-Dämonen sollen Chibis werden. Und da habe ich so für die Lore überlegt, sowas ein bisschen wie Isekai-Style. Einfach, weil wir das Genre mögen. Erinnert er mich wirklich an Rocco, so nach dem Motto, so seinen Pflichten als Arenaleiter nicht nachgehen zu wollen. Die haben sich gegenseitig beeinflusst. Lass die zwei bloß nicht aufeinandertreffen. Ja. Bisschen andere Szenarien und so halt. Für die Okamine 2D-Models haben wir so eher so drei, sowas wie Kimo, Yukata, irgendwie sowas in der Richtung mehr überlegt gehabt. Weil unsere haben ja, sollen ja mehr so, haben, also Axel hat moderne Kleidungsstil, meiner passt, mein Model passt sich natürlich dementsprechend an. Okay, die ist süß. Die erinnert mich an Nagisa. Oder? Ich glaube, ein bisschen Nagisa-Web. Also von Kleinheit. Irgendwie erinnert sich bis auch an ihre Begegnung so mit den süßen Blüten und so. Auf so einer Allee. Ich muss deine Frau werden. Wir haben Axels Frau gefunden. Ja, ich suche die Frauen aus in den Spielen. Ich suche die Heiratskandidatin aus. Ein Händler? Pui. Also Pui kann man, wenn man nicht aufpasst, ihn versehentlich Pui nennen. Ah, ich mag sein. Oh, das ist ein Kirschblüten nach und Blumenkranz. Wie süß. Ich bin Geldgeil, hallo? Das ist ein Wiesling. Oh, die ist ja niedlich. Tut mir leid, Rocco wird bei mir jetzt Rocco heißen. Was ist denn da schon? Ja.
Eidechsen erinnern mich an Thailand. Ja. Das ist so, wenn die Viecher einfach offen überall reinkamen. Jedes Mal Schreck. Gut, Liebling, kann euch wieder unterhalten. Oh nee, ich muss auch was erzählen. Ich habe vergessen zur Leica-Thematik. Leica hat... Oh, die Stadt ist ja hübsch. Ja, Leica hat so eine komische Abendroutine. Die liegt so für maximal 5 Minuten bei uns auf dem Bett. Abendleckerli. Was machte sie die Tage? Klatscht Axel einfach eine. Und rülpst ihn dann derbe an. Ja, ich hab gesagt, ich erzähl's im Stream. Also für dafür, dass er letztens Abwerf nicht anhat, ich meinte ja, Leica regelt schon. Oh Gottchen, sind die süß. Cool, du hast ein Rezept bekommen. Oh, was mit dem Süßen da hinten? Oh, hat irgendwo einer ein Rezept für dich? Ach Mensch, das sind ja niedlich. Also bist du wie Alice im Wunderland? Wo ist der erste Gedanke? Ja, so Likey hat so Abwerf nicht an, Likey regelt. Sie hat versucht, ihn zu sabotieren. Abwerfen hat er heute nicht an. Das war sehr irritierend. So, du kannst einen Fortpflanzungspartner bestellen oder was? What the? Alter! Ja, Leica, Gerechtigkeit aus für euch. Aua! So, dann gießen wir noch einmal kurz alle Pflanzen. Sinne, Schniebling? Ja, ich weiß, du wirst müde. Geh da schon ins Haus. Boah, Alter. Zutaten wären. Salat. Ach du Scheiße, das. Ach du Scheiße, kam schon wieder so viel. Möchtest du schlafen gehen? Nein, wieder nicht. Da war schon wieder eine Schnuggie.
So, da haben wir den gegossen. Die Bäume. Jetzt wird mein Auge drehen. Was suchst du, Schatz? Okay, das ist neu. You. Alles wurde bestellt. Wo ist denn Dani? Da steht Dani. Temperamentvoll. Daniel ist temperamentvoll. Kannst du dir das vorstellen, Schatz? Ein temperamentvoller Daniel. Eike hat einen flauschigen Trainieren. Oh, guck mal, Schatz! Okay, genug gespielt mit dem Hund. Run, 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 run. Ah! Ah! Was ist hier? Ha! Er schreit mich hier an, ey. Schatz, warum können wir nicht so eine Villa haben, ne? Nur für dich. Wie gemein ist sie denn? Böse Lumina. Ah, man kann ein Spiel. Bei der Runde ist es fast, dass ich kurz geguckt habe im Ofen. Und da, ja, kann ich ein bisschen leicht Geschmack beeinflussen. Aber ansonsten, das wird lecker, oder? Juppidupidu.
Dann gehen wir nochmal hier hinter. Es einfach aussieht. Chip, chip. Okay. Nee, ich wüsste so gerade gar nicht, ob das wirklich so war. Ja klar, ich würde mal so einfach einen Edelstein. Why not? Hi, Yokuti. Hey, cutie, cutie. Bitte. Ja.
Axel trägt schon mit deiner Monsterdose. Die mit diesem Drehverschluss. Und ich habe erstmal wieder zugemacht. Weißt du, ich wollte nicht, dass in den Flieger oder sowas ankommt. Axel streitet sich aber arbeiten. Und jetzt hat er offiziell Urlaub für eine Woche. Meiner unproduktiv. Irgendwie bin ich momentan nicht motiviert, weiter an der Lore zu schreiben. Irgendwie, ich dachte so, häng so am PC, lass irgendwas nebenher laufen. So. Weil ich war, hatte mir so heute im Hinterkopf gesetzt, so, okay, heute schreibst du weiter, aber irgendwie fehlt mir die Motivation und Lust dazu. Und ja, da war ich auf Twitter, so die ganzen Dokumi-Sachen. Bisschen sad. Hab realisiert, dass, also, das, ein VTuber, also englischsprachiger VTuber, einfach auf der Dokumi ist. So. Ich dachte, der war auf der Anime-Expo, die läuft ja gerade, aber ich weiß gerade jetzt nicht, wo genau die stattfindet. Ja, würde. Am Montag gibt es eine Nachtfahrt. Er macht eine Aufnahme, die er schon länger mal machen wollte. Also auch so eine längere Strecke. Also das Ding ist, Nachtbusse fahren nur von Montag bis Donnerstags. Und wo er, also das einmal hat er versucht, das war so Herbst-Winter rum. Also sprich Winterzeit. Und da hat die Aufnahme null was gebracht. Ja. Und ich meinte so zu ihm, nee, Liebling, mach doch sowas, wenn wir die Sommerzeit haben. Weil dann sieht man auch draußen was. Also eher was. Ja. Gut, könnte aber auch... Jetzt holen sie mal aus. Könnte aber auch schwierig sein, wenn es schon wieder so düster ist. Naja, ob es mit der Aufnahme was wird, werden wir sehen. Montag heißt es Nachtfahrt. Dienstag, Mittwoch rum heißt es Klamotten für die Hochzeit schauen gehen. Danke, Jokuti. Ja. Ein bisschen Zeit ist ja noch, aber. Es ist halt das zweite Mal. Das ist halt das Problem am Schreiben. Man muss irgendwie so diese Lust dafür haben. Und wenn ich die Lust habe, schreibe ich meistens relativ lange. Bloß diesmal habe ich gesagt. Riesling. Ich wird gemobbt im Spiel. Ja, also wo ich sag mal so viel, die so Lore vorlesen wird sehr lang gehen. Weil es ist sehr viel Text und wir müssen kleine Pausen einlegen. Also sind unsere Hälse am Arsch. So, neben der Lore, eigentlichen Lore, sind dann noch einfach zwei Fanfictions drin. Weil die mit für diesen Story-Zusammenhang sind. Goldene Gabel. Ja, und ich bin gerade halt bei dem Part mit den Fanfictions. Das könnte man so als die Hälfte der Lore bezeichnen. Weil für die erste, also es sind eigentlich drei Stück. Die dritte erzählt eigentlich so die richtige Vorgeschichte. Weil Axels Lore-Part, den ihr ja kennt, haben wir ja zu sein. Redebücher präsentiert, diesen kürzeren Part, erklärt den Zustand. Ja, etwas, also dass man genauer nachvollziehen kann, so, okay, warum war der jetzt alleine auf dem Berg? Was hat es mit seinen zwei Augenfarben zu tun, etc.? Ja, ich hatte ja damals erwähnt gehabt, Axel, Charakter, also in diesem Zeitraum von Lore, nicht sein volles Gedächtnis besitzt. Und es ist ein Zusammenhang mit unseren Katzendämonen gibt. Und es erklärt so. Ist ja lustig. Und es erklärt Fanfiction Nummer 3 im Prinzip, wie es zustande gekommen ist.
Ja, Fanfiction 1. Ich hatte so den einen Tag angefangen gehabt, hat dann nach Axels einen Stream dann weitergeschrieben. Ich hatte so maximal eine Stunde, dann waren es 2 Stunden. Ich bin um 2 erst ins Bett, weil ich das fertig schreiben wollte. Und ich dachte so, ach, die Fanfictions wären nicht so lang. Na, doch, doch. So ziemlich. Vom Fun Fact, die sind von Liedern inspiriert. Also Fanfiction 1 von einem Lied, also von einem Vocaloid-Lied. Und Fanfiction Nummer 2, wo ich gerade bei der Hälfte bin, fast Richtung Ende. Am Schreiben war, da habe ich so bei der Hälfte mittendrin einfach gesagt, okay, jetzt setze ich da mal einen Cut. Dann schreibe ich die ganze Nacht gefühlt durch. Sind 2 Lieder. Und eine bezieht sich sogar auf eine der Hype-Animes, also vom Opening so diese. Ja, ich höre mir auch gerne deutsche Covers an tatsächlich, weil ich finde diese Story dahinter eigentlich gar nicht so schlecht, kombiniert mit einem anderen Lied. Ja, lass dir mal noch Fanfictions einfach auf die Schnelle. Weil ich hatte so andere Ideen gehabt vorher, aber irgendwie hat es an der Ausführung gescheitert. Also ich gehe ja meist im Kopf potenzielle Texte durch. Und ja, war ein bisschen schwierig. Ich habe auch so grob Text schon im Kopf. Ja, das meiste ist im Kopf, Alter. Ich müsste eigentlich meinen Kopf am PC anschießen, muss mir die Teile eigentlich nur denken. Dann schub, 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 sollte sich's niederschreiben. Aber soweit ist die Technik halt nicht. Noch nicht. Ich glaube, vielleicht mal in der Zukunft. Und ja. Dementsprechend war ich von. Das ist auch noch, also, was witzig ist, also alle haben halt Thematik Liebe. Wir haben so ein trauriges Ende, ein gutes Ende und dann ein offenes Ende. Das offene Ende ist ja die, ich sag mal von der Lore, aktuelle Situation. Ja, das ist bei all meinen Schreibprojekten so. Oh. Ja, sagen wir es mal so, irgendwann in der fernen Zukunft, weil Katsuki hat mich ein bisschen provoziert. Weil, also, wenn ich alle Loren, alle Sachen zusammen habe, ich muss auch ein bisschen umändern für ein Buch. Also mal so auch als Buch rausbringen. Weil es werden noch 2 Loren folgen, weil wir wollen ja irgendwann noch 2D-Models, 2 verschiedene. Aber die kriegen auch eine eigene Lore, aber auch teils ein bisschen anderes Aussehen. Und das ist so eine AU-Fassung, also so Alternativuniversum. Hier drum die 2D-Models, weil die würden zur jetzigen Lore nicht mehr reinpassen, die Charaktere. Und wenn ich das irgendwann alles zusammen habe, dann passende Coverbilder. Innerhalb des, also fürs Buch, wo ich auch so vereinzelte Bilder, also da habe ich auch. Während ich nach Referenzbildern gesucht habe für Artwork auch so ein paar inspirierende gefunden, würde ich auch mit, ich sag mal, ins Buch reinnehmen wollen. Yes. Aber wie gesagt, das ist so fernes Zukunftsprojekt. Also erstmal stehen andere Projekte an und erst weil ich alle Sachen fertig geschrieben habe und so. Also wie. Also unsere Katzendämonen kriegen halt ein 2D-Model, aber da wollen wir so eine Chibis haben. Und da habe ich nur für die Lore den einzigen Gedanken, ein bisschen so Isekai-Style. Weil die mögen halt das Genre Isekai sehr. Ja. Und unsere Okamins. Los, Schatz, hol dir unsere Waifu. Ja, und unsere Okamins-san sollen mehr so Kimono oder Yukata halt so mehr so japanischen, traditionellen japanischen Stil, Kleidungsstil kriegen. Und ein bisschen mehr Farbe rein, dass wir keine Ahnung mit 2 Farben oder so arbeiten. Weil wir bauen ja eigentlich, also unsere jetzigen Okamin-Models, gut, meins ist noch gar nichts, aber ist halt vom Cosplay her aufgebaut. Und ja. So, schreiben habe ich noch 4.
Und vor allem, ich habe auch Seiten gefunden, wo die Preise okay sind und wo ich nicht gezwungen bin, eine große Menge zu nehmen. Also sprich, ich kann nur ein Buch machen, ich kann zwei machen, drei, wie ich will. Ja gut, auf gewisse Mengen gibt es Mengenrabatt. Wie? Gott, wir brauchen das Rosane. Hallo, wir brauchen rosa Tierchen. Wir brauchen einfach das. Kann man die nicht selber umbenennen? Ja, also wir nehmen das Weibchen und nennen es Ampfer. Keine Widerworte. Ach ja. Also das war bei uns eh schon länger. Wir haben irgendwann mal in Zukunft 2D-Models und da habe ich auch gesagt, die kriegen ihre eigene Lore. Und dass wir die Entwicklung so AU nehmen, hat sich jetzt erst vor einer Weile ergeben, weil das macht ja mehr Sinn. Aber da war eh so dunkel im Hinterkopf schon so der Gedanke gewesen. Ach, ja. Ja, ich. Naja, Okamin-Lore muss ich erstmal fertig schreiben. Katzen-Lore steht auch noch so viel Schreibstuff an. Daher. Mit der Zeit. Ich versuche die Okamin-Lore erstmal fertig zu kriegen. Von, weißt du, wir hatten mal überlegt gehabt, so eine, weil manche haben ja auch so ein schönes Lore-Video. Ja, das Ding ist, wenn du nicht zeichnen kannst oder so dergleichen, bist du ein bisschen am Arsch und wir haben mal nach Sachen geguckt dafür. Du, das wird scheiße teuer. Deswegen ist Buch das Bestmögliche, was wir hier anbieten kann, das nächstbeste für die Zukunft. Einfach so ein Sammelband am Ende. Ach ja, ja. Ja, Lore wird dann mit Fanfictions erweitert. Irgendwann mal. So, Lore fertig schreiben. Ein Lore-Video? Ja, wie gesagt, Lore-Videos sind echt schwierig. Weil manche, die halt soweit es geht selber machen können, die haben Vorteil, wir leider halt nicht. Und selbst wenn man jemanden beauftragen würde, ist so das Ding, wenn ich zum... Das ist sehr viel Stuff, ist das Ding. Es ist sehr viel Story. Wäre es eine kürzere Lore, okay. Aber bei unserer Lorenlänge müssten wir ein halbes Vermögen ausgeben. Ja, das ist wirklich cool. Hat jemand, der das animiert? Weil animieren, die Zeichnungen werden erstmal mit das teuerste sein. Weil. Ha. Dann noch das Animieren, das steckt ja auch viele Stunden drin. Deswegen ist das nächste Beste, was ich anbieten kann für die Zukunft, ein Buch. Oder ein Sammelband. Je nachdem, wie viel Text ich rumkriege. Und das Ding ist, ich weiß ja nicht, wie die im Buchformat, inwiefern sie halt, es gibt ja verschiedene Büchergrößen. Ich weiß nicht, wie sie die Schriftart ändern oder die Größe ändern, etc. Weil. Nee, da steht einfach PDF-Datei hochladen, stand da bei den Seiten, wo ich geguckt habe. Alles gut, Jokuti. Das war eh viel zu viel Stuff. Deswegen Buch. Aber wir wissen das sehr zu schätzen. Der Gedanke zählt. Nein, also. Wer die. Wie gesagt, hätte man eine viel kürzere Lore an sich? Ja, könnte man mal darüber reden. Aber nein, ist sie nicht. Nein, mein Autorenherz lässt das nicht zu. Genau, das finde ich auch schön.
Wie gesagt, wäre das viel, viel kürzer. Ja, könnte man reden. Und manche sagen so, ja, nur eine kleine, kurze Lore. Ich komme ums Eck. Es gibt auch dieses Meme mit so dieses fette Buch und dieses schmale Buch. Wir sagen einfach das fette Buch. Ich kann nicht auf schmal. Ich kann so grob zusammenfassend runterbrechen, ja, aber... Pff, bei mir gibt es ausführliche Lore. Also, das ist auch süß. Süß. Ach, ach, ja. Vor allem, ich habe ja mit Fanfiction schreiben angefangen. Schon in der Schulzeit, also in der, Gott, ich glaube, 7., 8. Klasse habe ich angefangen. Ich habe einmal versucht, aus eigenen Stegreif was zu erschaffen. Aber für mich ist halt schwer, selber so einen Charakter aus nichts zu erschaffen, sage ich mal in dem Sinne. Zu überlegen, so, hab mal, wie gesagt, versucht zu schreiben. Keine Ahnung, auf was ich hinaus wollte. Irgendwie war es so eine Art, irgendwie hat es, also wenn ich mich dunkel erinnere, Szene hat irgendwie so was mit Weihnachten angefangen, etc. Weihnachten, irgendwie da, Mädel da und da und pff, das. Ja. Ja, jetzt haben wir es euch gehört. Ist irgendwie im Sande verlaufen. Deswegen habe ich nur so. Wie ich so sagte, so, ich kann nur mit vorhandenen Sachen arbeiten. Deswegen, ja gut, mein Steckenpferd, sag ich mal in dem Sinne, ist halt Black Butler in dem Sinne. Also jetzt durch VTuber-Model, also selber aufziehen, so, wo ich Einfluss auf den Charakter habe, aussehen, bessere Vorstellungen habe, da geht es für mich. Also, ja, ich habe mich weiterentwickelt in dem Sinne. Mein Schreibstil hat sich auch verändert halt. Kann sich weiterentwickeln. Lieblingsfrüh. Führ sie erstmal auf ein Date aus. Und dann frag nach Zimmer besuchen. Ui. Nö, wie kommst du da drauf? Ja, schön einsteigen. Oh, ich muss die Oma überzeugen. Oma, geben Sie uns Ihren Segen. Ja, wir haben beide was getrunken. Ja, meine Stärke ist halt das Schreiben. Für mich ist es halt einfach, mit vorhandenen Sachen zu arbeiten und daraus eine Story zu ziehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das mir einfacher wäre mit Lore schreiben, weil... Was ist das denn? Okay. Mann, das Ding war das ist so der, die Anfangsüberlegung für die Lore, also den Part, den ihr halt nicht kennt. Weil ich habe ja so Dreierabschnitte, so Einzelparts von uns beiden und ein gemeinsamer Part, wie es so zu dem jetzigen Zeitpunkt ist, mit fortgeführt wird, gemeinsam. Der, so, der war unheimlich, der Kerl. Ja. Hui. Wie gesagt, bevor ich auf... Weil mir fehlt irgendwie ein Bindungsstück für die Okaminore. Und dann dachte ich so... Wie arrogant willst du sein? Ich wollte nur ein... Ich wollte nur dein hübsches Gesicht sehen. Ja. Ja, sie hat ein hübsches Gesicht, aber dennoch. Was soll das für eine billige Anmache sein? Ja, die erste Idee, also die hatte ich noch nicht niedergeschrieben gehabt. Wie gesagt, das meiste male ich mir erst im Kopf aus, schreib's dann nieder, überdenke das. Eigentlich müsste ich meinen Kopf wirklich anzapfen und Schreibprogramm. Nein.
Die Dose ist aber alle. Oh, wie niedlich. Das ist cute. Das gefällt mir. Ich hätte schon Mina. Wie gesagt. Was denn? Mit Mörcher. Ach. Ja, wie gesagt, jeder hat seine Fragen. Zum Beispiel bei dir ist mehr das Zeichnen, bei mir ist halt das Schreiben. Also ich finde es nicht schlimm. Aber ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich habe ich mal so ein Anime gesehen gehabt, der bis auf diese Thematik so, also von so einer Magierin. Oh, warte. Die hat drei Werbungen. Oh Mann. Ich warte, bis wir Kurtis Werbung durch sind. Ich nutze Gelegenheit für eine Pipi-Pause. Schatz. Aua. Wie Millie mit Absicht extra mir das Mikrofon einknallt. Wenn ihr Kurti zurück ist, erzähl ich weiter. Hat die lange gelangt auf, guck mal, die war ohne dich geschafft, weil ich dachte so, okay, schau mal rein. Schnucki, du bist gemein. Ich habe heute ganz schön viel getrunken. Ich bin nur ein bescheidener Händler. Okay, Jokoti, dann wünschen wir dir eine wunderschöne gute Nacht. Und ja, morgen ist, wie gesagt, Midi wieder live. Weil da packt sie ihr kleines, großes Geschenk aus. Wie gesagt, ich habe ja heute meins am Anfang gezeigt. Und ja. Wasser. Oh yeah. Da, wo wird mein Händler hin? Wo schlägst du dein Zelt auf? Alter, was für ein Geizkragen.
Nice. Kannst nicht mal. Ja, Schlucki, wir trinken ja immerhin die zweite Dose schon. Wer will, wer hat noch nicht? Eine 100. Ach ja, dann her damit. Boah, wie unfreundlich. Was möchtest du noch haben? Nichts. Wer will, wer hat noch nicht? Nein. Hallo, 60. Ist ja ein Wucher, was soll das heißen? Thank you. Sag mal auch. Eine goldene Gabel. Sie vielleicht die. So, das ist jetzt weiter rausgerutscht. Nee, ich hab schon alles. Gut, machen wir erstmal zu. Edge, bin weg. Öffnet den Kürzer. Aha. Stew. Da, da, da. Mal ganz kurz über das Feld schauen. Das ist lecker. Hui. Einmal noch. Ja, komm. Leica, du hast das fast. Naja, ist nur so, dass ich sehr viel Luft dann im Magen habe, ein bisschen. So, mal gucken, was der Herr verkauft. Verkaufen, Dude. Ja, von den Zügen. Was verkaufen sie hier?
Was verkauft er denn? Eine Angel. Nice, wir können Fische angeln. Du, Schnucki, du weißt ganz genau. Es ist nicht so viel. Fellnase. Na, ja, die Bürste kaufen wir noch. Jo, einverstanden. Ja, mit. Dankeschön, Mann. Nein, danke. Komm bald wieder, jo. Yay, wir haben endlich eine Angel. Endlich können wir angeln. Probieren wir. Alter, wie... Jo. Also, das ist mit Schnucki jetzt zum... vollständig aus. Ich hätte auch gesagt. Jetzt, wir können jetzt angeln. Schnucki, du darfst ihn doch nicht betrinken, Mist. Mensch, wenn ihn jemand messen darf, dann bin ich das wohl am ehesten. Hey. Ich muss jetzt meine Obstbäume in Thailand. Ja, ich habe ja mal erzählt gehabt, also meine Mutter hat halt ein Haus gekauft in Thailand. Mit ein bisschen kleinen Garten. Wo wir meinen letzten Aufenthalt haben auch Obstbäume gepflanzt. Ich weiß auch nicht mehr was. Und ich werde die nie zu Gesicht kriegen. Liebling darf nicht angeln. Er darf sich kein Carpador angeln. Ach, ja, ja. Vor allem blutet dieser Schnucki. Das Ding ist, je mehr Achse trinkt, muss er irgendwann aufs Klo. Und dann muss ich euch ja so lange unterhalten, bis er vom Klo zurückkommt. Dann ist es okay, dann. Okay, okay. Darüber können wir reden. Und für was ist Laika zuständig? Wird er auch ein Konkurrent von dir? Das sieht gut aus. Nein, ich meine, ob er eine Konkurrenz ist im Kampf um Lumina. Nee. Ah. Ja, wir können die Ausrede Sommer nehmen.
dann aufs Klo gehst. Aber wir können doch nicht unseren Restdosenbestand auf einmal verballern. Das geht doch nicht, Schnucki. Warte, ich habe ein bisschen Angst vor meinem Spiel morgen. Okay, okay. Okay. Brauchst du noch was aus dem Geschäft, das ich frage? Ich habe ihn erst, ich habe bei ihm die Angel gekauft. So. Ja, ich brauche Aufklärungsbedarf. Können wir den mitnehmen? Oh, ich will eine Armee voll Hündchen. Jetzt echt, okay. Dann wundern wir uns über, so, warum ist das Paket so schwer? Oder die klingeln erst gar nicht und müssen es abholen. Das ist aber immer so abhängig, weil der LBR fährt. Ich wusste letztes Mal nichts von den Dosen. Sag's. Was? Ein bisschen wie ein. Oh Gott. Die kleinen Cuties. Okay. Da ist das aufgebauschte Cutie in Ruhe. Also ich find's cute, das Spiel bisher. Ich find's cute. Meins wird nicht cute. Meins wird anstrengend für mich, weil Rätselspiele. Ja, apropos, Steam hat halt Sale, also extrem Sale. Ich hätte ja davon gehört gehabt. XL! Ja. Max war so der Meinung, so, weil er hat sich für Omsi halt ein Add-on geholt und sagt so, komm Schatzi, such dir dafür was auf Steam aus wegen ein Spiel, was du im Stream spielen kannst oder so. Und ja, ich hab jetzt die ganze Dunkin'-Romper-Reihe. Also die extremst runter reduzieren. Also hier werden auch Bündel angeboten. Also da war 1 bis 3, 70% runter, plus das, also Ultra Despair Girls, ist ja so ein Zwischending. Ja, also 4 Spiele für 40 Euro. Und es ist ja vom Schöpfer von... Ach,
32 Grad aus? Oh. Oh. Ups, hab mich. Ich glaube, ich hab die 2 für einen 9 gehalten. Also 32 Euro. Hey, weil ich sag so wegen der Rumpf so, wenn, dann hätte ich schon gerne alle Spieleteile davon. Und ja, also wie gesagt, Spielprinzip ist wie bei Danganronpa. Und es ist ja von den Schöpfern, es ist halt das erste Switch-Spiel. Also, manche Charaktere, Designs, also wer Danganronpa kennt, erkennt ihr sofort wieder. Und ich bin halt hype, ich so, Und das Spiel, was an Nintendox angelehnt ist, das mit dem Insel, ist jetzt auch draußen. Nein, Schnucki, das war keine Aufforderung. Ich, weil, wie gesagt, die hatten wir uns halt vorbestellt gehabt. Vor einem längeren Zeitraum. Ja, wie gesagt, Februar. Dafür hatten wir halt das Geld beiseite gepackt. Axel hat drauf bestanden, so, Schatzi, such dir was aus. Und, ja, so diese krassen Sales kommen ja immer mal wieder bei Steam, so ist es ja nicht. Aber er wollte halt Fairness schaffen. Oh. Irgendwann konnte ich dann gesagt so, Schatzi, ich will auch sowas. Nein. Hörst du nicht? Aber, nee, weil wir holen uns auch nicht so häufig Spiele. Wie gesagt, die Switch-Spiele davor war halt so mit dem Mediamarkt-Gutschein, was wir gekauft hatten. Wir konnten ja nur kaufen, was im Laden ist. Und nein, das Bauhaus-Spiel war nicht im Laden. Jetzt hätte ich das mitgenommen. Also die Eins davon mit Hunden und Katzen, was ja an die 10 Dogs and Cats angelehnt ist. Jetzt warte ich auf eine Anlehnung von Style Boutique. Dann war ich erstmal glücklich. Also so, wenn man so auf alte, also DS-Spiele und so bezogen ist. Ich hatte vom ersten Spiel an bis zum letzten. Ich hatte alle Teile. Irgendwie wurde was ähnliches mal bei der Nintendo Direct angekündigt, aber das war die von Januar, Februar rum, die. Wo wir halt auch diese Spiele gesehen haben. Bis jetzt immer noch nichts. Es ist irgendwas im Laufe dieses Jahres. Ach ja, ja. Ne, ich bin jetzt, wie sie sagt, ja, die Bauhaus-Spielchen kaufen wir uns irgendwann mal später. Oh mein Gott, wo arbeitest? Brave Kuh. Braver Mod. Braves Cute. No, das ist schon cute. Ich mag die. Also, Spiele, die da mag ich sehr, gefällt mir süß. Sehr cute. Likey, Fotoshooting Time. Weil bei Nintendox war es ja so, dass du halt ins Mikrofon halt Kommandos durchgeben solltest. Ich bin gespannt, wie die, ich sag mal, Switch-Fassung ist. Ich sag, von Trailern her hast du so ein paar Sachen von Nintendox wiedererkannt. Das andere ist halt so Insel Edition und nur Hunde. Ah, die Kostüme sind süß. Und in den Trailers waren lauter Leikas. Das ist ein süßer kleiner Husky. Setzen die Husky in Szene. Da war eine Leica. Ich so. Oh. Ist mir egal, was für ein Geschlecht dieser Husky dann hat, wird Leica getauft. Also wenn es dann soweit ist. Also wo ich die Trailer sehe, erst Gedanke so. Ich taufe dich, Leica.
Ist dein Geschlecht egal. Du bist eine Leica. Komische Kuh. Oh, Mann. Ach, Cutie. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, tut mir leid, Leica schlägt gerade alle, wenn es um Niedlichkeit geht. Leica hat gerade Platz 1. Die Zwerge und die Kuh können sich Platz 2 teilen. Das ist das aktuelle Ranking. Das ist bei mir zumindest. Ach, ja. Hey, weil? Oh. Hier viel später. Ah. Eure Beziehung ist auch zu frisch. Ja, gesagt, klein, wir nehmen hier Sachen. Toll. Genau das Szenario ist eingetreten, zusammen Klavier. Und wegen Eindruck schenkt mit Blümchen. Nein, Schatz, schleim dich bei der Oma ein. Du brauchst ihren Segen. Du brauchst den Segen. Du brauchst jetzt einen Wingman. Going Woman. Wie du magst, Schnucki, wie du magst. Oh, doch Glück gehabt. Nee. Ah. Ach Mensch. Beziehung ist nicht hoch genug. Das Klavier ist wichtiger als er. Ich habe das bei GameCube von GameCube geändert. Okay. Weißt du, konntest du das machen? Ach so? Ach, wie gemein. Das ist genau an der falschen Stelle verändert. Ah. Wisst ihr, Axels Urlaubswoche ist halt so voll gepackt. Weil, Axel will so manche Aufnahmen halt machen. Ja, Streams wird es auch geben, keine Sorge, aber Streamplan lohnt sich, wie gesagt, aktuellen Zeitpunkt nicht. Streams fallen dann spontan aus. Aber ein bisschen mehr. Gut, Montag nicht. Der Schnauzer ist ja witzig. Okay. Bling. Wow, dass er nicht mal versucht zu falschen. Ich dachte wegen dieser falschen Option. Ich dachte, er sagt so, wollen wir nicht auf 31 oder so runtergehen? Das dachte ich. Also wenn du schon diese Option hast. Stimmt, wie gut, dass ihr nicht Axels Verkaufsschreie hören müsst. Aber nicht so direkt wie ich. Ja, ich leider. Ja, wer weiß, was kommt, wenn du ein bisschen, keine Ahnung, weiter bist. Vielleicht wird es dann noch hübscher. Wie Goofys Verkaufsstand. Ich kann mir schon vorstellen, dass so. Ein Stuhl will ich. Ich hab keinen Stuhl verdient gerade.
Ist doch nicht schlimm, Schnucki. Schlaf richtig. Was soll gesund werden? Wenn du wegnickst, nickst du weg. Aber wir garantieren dir nicht, wo du dann landest, wenn vorbei, also wenn du wieder aufwachst. Weil du weißt, so dieses wegen Raid. Wenn du so heute immer mitgenommen wirst. Tja, Liebling. Nein, du hast geschafft. Du machst wieder aus. Was ist denn? Nein, Liebling, nein. Nicht mehr so lange. Also den Tag hier im Spiel noch zumindest fertig machen. Ah, das Kind ist auch süß. Ist das schön, dass du einen halben Tag schläfst? Und ist ein Outfitter, ja. Ach Mensch, Schnucki. Ah, oh Gott, das erinnert mich an meinen Unfall. Hatte ja mal erzählt, Praktikum damals in der Oberschule. Zwischen S-Bahn und Bahnsteig. Prellung am Oberschenkel. Das Ding ist ja, da hat eine Frau auf mich aufgepasst, gesagt, ja, trink, trink, trink. Und ja, auf dieser Trage war so ein, ich sag grad Gitter, so eine Erhöhung. Und ich hab's halt von allein nicht runterbekommen und das mit voller Blase halt so. Ich bin auf dieser Trage, ich so, ich muss pinkeln, Alter. Ich mach mir gleich in die Hosen. Was ist das für so ein Problem? So ein Fisch drin auch. Ah, guck mal da hinten, der Strand. Ja gut, das wird großartig machen, als den halben Tag zu pennen. Also meine Krankenhausaufenthalte habe ich auch nie wirklich was gemacht. Ein Bärchlein finde ich lustig. Okay. Irgendwie erinnert er mich an diesen einen Dewton-Pokémon, also hier vom Schwert und Schild. Doch, der eine Dude ein bisschen so hier, der den König Monarchen schlagen will, diesen einen. Den nennt er einen Roy? Ja. Nee. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an Roy. Ach ja, mir aus Sonne und Mond, stimmt. Ja, nee, ich überlege gerade, welche Vibes er mir gibt, aber. Ja, der eine Dude von Sonne und Mond, der sich als Ash-Rivalen erklärt hat. Ich bin sein Rivale. Sagen so manche. Ja, ich verstehe dich, Schnuck, ich, ganz ehrlich. Ich mag keine Krankenhäuser, also einen langen Aufenthalt zu haben. Weil mein längster war ja damals wegen Blinddarm und das war für mich auch unerträglich. Ja, aber ich verstehe dich. Max hat nicht krank auszuliegen. Was wegen Sommerferien? Ja, vor ist man den Sommerferien krank geschrieben? Ich hoffe, dich nicht. So, ich mag einfach die Krankenhausatmosphäre nicht. Vor allem dieses so gefühlt vernachlässigt zu werden oder so. Oder halbe Ewigkeit zu warten. Ja klar, es ist nicht so viel Personal und ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, aber ich mag die Vibes vom Krankenhaus nicht, ehrlich gesagt. Ui. Gut, weißt du, mein Vorteil war so, ich hatte
so einen DVD-Player gab, so fürs Auto und was man so. Ja, Mini-DVD-Player mit Display. Den hatte ich gehabt. Da konnte ich dann einfach DVDs gucken. Da habe ich mich Zeit totgeschlagen. Ach ja. Naja, das muss halt. Sag ich mal in dem Sinne. Gut, also ich habe nur 3 Krankenhausaufenthalte gehabt. Einen längerfristigen. Ja, ich nur 3. Also von der Geburt mal abgesehen. Also ich hatte nur 3 gehabt. Ja, damals war nicht mit Handy. Ich war da 10, 11 damals. War nicht so groß mit Handy, irgendwie was übers Handy streamen. Das waren früher andere Zeiten als so heute. Nee, da war ich als Kind, da hatte ich halt wegen dem Blinddarm, wegen dem Nadel halt ein paar Jährchen Probleme mit Spritzen gehabt. Weil es mich so traumatisiert hatte. Also der Schmerz. Ja, kleiner Stich, Nerv erwischt. Danke. Nee, bei mir waren es 3. Ja. Cool, nehmen wir. Tatsächlich, der erste war wegen Blinddarm, der zweite war wegen einer Kopfverletzung, weil ein Junge, so aus der Nachbarschaft, der Meinung war, wir haben irgendwie so gespielt. So einen großen Stein mit der Spitze voraus mir an den Schädel zu werfen. Zum Glück keine Gehirnerschütterung gehabt. Genäht musste auch nichts werden. Hab eine kleine Narbe, fällt kaum auf, weil ich meist eh ein bisschen Haare drüber hab. Oh, hatte ich geblutet. Ah, naja. Wie gesagt, das war so ein kurzer, starker Schmerz. Ich sag, für? Zwei von 3 Krankenhausaufenthalte waren durch andere. Blinddarm war, weil mich 2 Jungs verprügelt hatten. In der Grundschule. Das andere war auch Grundschulalter. Und das andere war Oberschule halt. Blackout gehabt. Vor allem. Bis zum Oberschenkel. Ich sag mal so, ich habe nicht die zierlichsten Beine, ehrlich gesagt. Hat es mich so erschrocken, wie weit ich reingerutscht bin. Die Hoffnung hat sich zum Glück nicht. Ich könnte es nicht selber, ehrlich gesagt. Und bei mir war das Ding so. Ja. Kind mit Schmerzen, was soll ich machen? Als ob ich mir selber irgendwie versuche, Blut abzunehmen. Nee, danke. Ja, das meiste war Kindheit. Yay. Würde ich keine Rabatt-Lady. Du siehst zwar süß aus, aber keine Rabatte. Sicher ist er neuer. Sie will nichts mehr kaufen. Oh doch. Schau uns doch nicht so an. Das ist so krumm. Komm, put.
Jetzt mach nicht auf Zundere, ey. Ach ja, ja. Boah, im Fun Fact, 2 von 3 Sachen war ich im selben Krankenhaus. Für die Blinddarm und für das mit meinem Bein. War voll irritiert bei dem, wo ich die Kopfwunde hatte, weil ich über einen ganz anderen gebracht worden bin. Klingelingeling. Ja, klingelingeling. Ja, also klar, Dani, dass es Sachen fressen ist. Ja, natürlich. Ich weiß noch, wo mir beim Frauenarzt halt Blut abgenommen worden sollte, ja, worden ist. So die Schwester, so, die so zu mir, sie haben ganz schön ungesegnete Adern, weil keine Ader irgendwie wollte. So, was kann ich dafür? So, Heiler. Yeah. Weißt du schon, ob du It's hard to keep smiling when I try to set things straight. You don't even listen. I'm just getting so curious. Endet das Stream für heute? Ja, heute Abend so. Gibt's dann von mir einen Stream wieder? So, keine Ahnung, ich schätze mal so 19, 20 Uhr rum, Pi mal Daumen. Vielleicht auch früher, weil wir sind heute bei Axels Eltern zu Kaffee und Kuchen, um ein bisschen Axels Geburtstag nachzufeiern und die von seiner einen Schwester, weil die sind nur 3 Tage auseinander. Seine Schwester hatte am 27. eine kleine Schwester. Kind Nummer. Kind Nummer 6. Zwischen ihr und mir liegen nur 1 Jahr auseinander, liegen wir 2. Und ja, also dann gibt's später ein Unboxing. Ein kleines und dann auch ins neue Spiel rein von mir. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Also wie gesagt, die ins Bett gehen, eine schöne gute Nacht. Die noch munter sind, dann viel Spaß bei dem Raid-Ziel. Weil reingezeigt, lasst die Liebe da. Und jetzt darf Axel auch noch ein paar Worte sagen. Also. So, also danke für den kleinen Stream heute. Und ja, wie gesagt, wir wünschen euch eine wunderschöne gute Nacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Spätestens heute Abend bei Midi. Also dann, ciao, ciao. Oh, Raid! Raid? Ja! Dag Axel, hallo! Dag Axel, vielen lieben Dank für deinen Raid, hallo!